Hallo und herzlich willkommen zu Into the Breach. Weiter geht es mit meinem Frost Titans Run über vier Inseln auf dem Schwierigkeitsgrad Hard. Wir haben die ersten vier Inseln mit den Frost Titans durch. Die ersten drei waren Kinkerlitzchen, die vierte hat uns richtig Probleme bereitet. Wir hätten 7 Grid Damage bekommen, wenn wir nicht resisted hätten, also das war außergewöhnlich. Das Positive, was wir mitnehmen, unsere Max sind komplett ausgebildet, wirklich. Alles ist voll mit Reaktoren und wir konnten ganz am Schluss noch die Explosive Wands für den Aegis Mech uns holen. Das bedeutet, dass wir ab sofort 3 Schaden auf alle angrenzenden Felder machen können plus verschieben. Und vorher konnte man ja mit dem Spartenschild nur auf ein Feld 3 Schaden machen. Ich glaube, dass das in 80% der Fälle die bessere Waffe sein wird jetzt für den Aegis Mech. Gut, dann geht's los. Endkampf Volcanic Hive. Was haben wir als Gegner? Okay, blauer Grabe, Skarabäus, das geht. Und das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig schlimm. Die Liederhornisse. Sehr gut, die Pylonen haben sich auch alle außen aufgestellt. Ist immer gut. Die beiden können wir schon mal ignorieren, in jeglicher Hinsicht. Hier könnte man gleich mal, das ist ja perfekt, die stehen alle exakt so rum. Explosive Vent macht gleich mal einen Haufen Schaden auf 3 Leute. So, er schießt dadurch ins Nirvana. Ihn müssten wir eigentlich noch erwischen, oder sollten wir noch erwischen. Am besten so. Wie weit schlägt er? Ne, er schlägt 3 Felder, gell? Dann machen wir das doch besser so. Genau. Und er könnte den hier einfrieren. Oder den hier einfrieren. Ne, wir frieren den hier ein. Dann sind wir den los. Dann schießt uns der keine kleinen Alpha-Blobber mehr in der Gegend rum. Zwei Gegner, einer davon ist der Psyon. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig schlimm. Okay. Aha, der hat ein Leben, gell? Achso, aha. Hier könnten wir eigentlich schon wieder den Vent benutzen. Ah, dann schieben wir den da dagegen. Das ist jetzt vielleicht keine gute Idee. Wo schießt er hin? Aha. Da sollte man auf jeden Fall den loswerden. Auch wenn es jetzt leider fast lächerlich vom Schaden her ist. Moment, überprüfen. Genau. Den möchte ich dann einfrieren. Und ihn verschieben wir nach oben. Dann schlägt er nämlich ins Leere. Kriegt zwar jetzt von jeder kriegt hier einen Schaden, aber das ist jetzt. Die zwei haben sogar ein Schild davon, das macht ihnen also gar nichts. Okay, so. Der müsste weg. Der müsste weg, nicht unbedingt, und der muss auf jeden Fall verschoben werden. Okay, jetzt wenn ich da das da benutze, genau, dann wäre nämlich der hier schon mal weg. Gut, den können wir einfrieren, und das Coole ist, wenn ich den jetzt einfriere, holt ihn der Psion wieder raus aus dem Eis. Und den. Achso, der wird den auch rausholen aus dem Eis. Wer holt ihn eher? Aber der ist so viel Leben. Gut. Also ist egal. Ah, ich töte ihn sogar. Okay, gut, dann ist noch viel besser. Noch viel besser. Gut. Er holt leider hier den Blobber aus dem Eis.
Und zwei weitere Gegner, wenn ich es richtig gesehen habe. Na, nur einer. Okay, eigentlich müssen wir tatsächlich nur den hier loswerden. Genau. Das machen wir dann auch mal. Und der Rest ist eigentlich egal. Naja, den frieren wir ein. Und hier. Ja, sind wir mit oben fertig. Ohne jeglichen Schaden, Crit-Schaden bekommen zu haben. Das was sehr gut ist. Neue Waffe hat sich auch schon bewährt. Sehr schön. Jetzt kriegen wir einen Beetle Leader und einen Digger. Okay, den hier sehe ich eher ungern. Der steht mir zu zentral. Auch der ist nicht optimal. Okay, der möchte auf unsere Renfield Bomb losstürzen, eher geradeaus schießen, eher nach unten schießen. Okay, wer schießt denn da als erster? Der schießt als erster. Was wir machen können, ist folgendes. Wenn ich mit dem drauf haue, gebe ich mir ein eigenes Schild, das heißt, der nimmt mir dann nur das Schild weg und ihn drehe ich um, er rennt in die andere Richtung. Das ist gut. Also schon mal zwei eliminiert auf einen Schlag eigentlich. Und ja, da komme ich nicht rein, schade. Muss ihn doch einfrieren da oben. Und hier. Achso, wenn ich schieße, das bringt eigentlich gar nichts, gell? Dann muss ich hier einfach mal den Schaden einstecken. Ich glaube, die einzige Möglichkeit jetzt da. Oh, nächste Runde 6 Gegner. Das wird aber mal ganz heftig. Okay, der rennt ins Leere. Der, und der Rest ist gefährlich, was blöd ist, weil 5 werden wir nicht. Um 5 kann ich mich einfach nicht kümmern. Das ist zu gar. Wo schießen denn 2 auf dasselbe zu? Okay, hier und hier. Dann gebe ich die beiden auf. Dann kümmern wir uns quasi um die 3. Um die 3. Der hat nur noch 3 Leben, okay, das ist gut. Machen wir das so. Genau, der. Ah, da machen wir es so, genau. Den schieben wir nach unten, dann stirbt er, weil er auf das Tentakelfeld kommt. Sehr gut. Der müsste eigentlich hier in die Caverns reinfallen. Hoffe ich zumindest. Und dann frieren wir den da hinten noch ein. Und hier kriegen wir 2 Crit-Schaden. Habe ich absichtlich aufgegeben. Okay, nur 3 Gegner jetzt. Damit haben wir es mehr oder minder eh schon geschafft. Der würde den befreien, die würden wieder aufeinander zulaufen. Der kommt als erster dran, das heißt, der tötet den nicht. 3 plus Feuerschaden, doch, der würde den töten. Okay, damit kann ich ja die 2 jetzt also wirklich komplett sich selber überlassen. Und stattdessen gehe ich einfach irgendwo blocken hin und schlag noch so auf ein leeres Feld, damit er ein Schild kriegt. Und hier
Oh, irgendwo dahin. Und er macht ihn noch platt. Okay. Jupp. Letzte Runde, nur noch ein Leben, Alpha Firefly und ein Alpha Blower. Das sollten wir noch hinkriegen. Der schießt auch noch ins Leere. Ja. Alles klar. Das kriegen wir dann auch noch so hin. Und räumen wir auch noch komplett ab. Gut. Das war's bereits mit dem Run mit den Frozen Titans. Ja, wie ihr gesehen habt, ist die Kombination Bethany Jones im Ice Mech ziemlich mächtig für die Frozen Titans. Dadurch wird dieses Squad schon extrem leicht, vor allem auf den allerersten Inseln, sogar bis zur dritten Insel eigentlich wird es richtig leicht. Ab der vierten Insel geht immer so ein bisschen der Schaden ab. Ja, da bräuchte man ein bisschen mehr Manipulation, die man vielleicht mit anderen Squads einfach hat. Die geht eben einfach hier ab, weil man hat ja eigentlich nur den Mirror Mech, wo man was verschieben kann. Da macht so eine Zusatzwaffe auf dem Aegis Mech schon absolut Sinn. Gut, ich hoffe, der ganze Frost Titans Run hat euch gefallen. Ich werde demnächst die Hazardous Mechs dann auch noch präsentieren. Bis dahin, sieht man sich und ciao.